Schauen wir also die Hauptfunktionen von Make. Das ist natürlich in den Szenarien, also in den Automationen. Und dazu gehen wir mal oben rechts. Wir sind jetzt bei Szenarios. Oben rechts Create a new Szenario und schauen hier an, was hier so läuft. Erstens mal oben kann ich reinklicken und einen hoffentlich besser aussagenden Titel geben. Sollte man tun, weil man schnell mal eine lange Liste hat. Da ist es vielleicht nützlich, wenn du eine Namenskonvention dir ausdenkst, damit du deine Automationen findest. Ich nenne das jetzt mal Demo. Dann dieses Plus, mit dem starten wir eigentlich unsere erste Automation. Und zwar klicken wir hier und können jetzt in der Liste von allen Apps, die hier in Make drin sind, oder dann auch über eigene Webhooks einen Startpunkt setzen für unsere Automation. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal YouTube. Jetzt muss ich irgendwas nehmen, was nützlich ist als Trigger. Das sind die zu oberst. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich irgendwo in YouTube bin und ein Video in eine Playlist stecke, das kann ein fremdes Video sein, ich pepp das in die Playlist, dann will ich zum Beispiel aus diesem Video die Transkription dann automatisch herausholen und mit AI dann eine Zusammenfassung machen und das vielleicht als Audiofile dann mir in Kurzform aufbereiten, womöglich dann auch noch mit weiteren Videos kombinieren und mir jeden Morgen eine Zusammenfassung des Tages dann liefern. Könnte ich jetzt also starten mit Watch Videos in a Playlist. Dazu muss ich dann eine Verbindung zu YouTube herstellen, zu diesem Account, der dann Videos in die Playlist speichert. Das ist wahrscheinlich leer bei dir, wenn du jetzt neu startest. Solche Verbindungen musst du in den meisten Modulen hier oben festlegen und das passiert immer über diesen Add-Button. Und wichtig, dieser Link hier, Online Help, wenn ich da klicke, komme ich in den Resources-Bereich oder in den Help-Bereich von Make und da wird Schritt für Schritt erklärt, wie ich diese Verbindung zu YouTube in diesem Fall aufbaue. Das ist dieser Bereich, 6 Schritte, relativ simpel. Und dann, was man damit machen kann, das ist mehr eine Referenz. Aber interessant ist dieser obere Bereich dann hier, Connect YouTube to Make. Da kannst du Schritt für Schritt die Schritte durchgehen. 2 davon sind optional. Sign in with Google ist selbsterklärend. Also da bleiben noch 3 Schritte, die du tun musst. Wobei Login to Make ist noch eines. Da bleiben nur noch 2 übrig. Okay, das ist also schnell erstellt, eine solche Verbindung. Wenn du ein paar dann schon hast, dann kannst du sie hier in der Liste auswählen. Okay? Wenn du verschiedene YouTube-Accounts hast, dann kannst du natürlich die auch hier drin haben. Ich habe jetzt 2 und von meinem Account habe ich 2 Verbindungen aus irgendwelchen Gründen. Aber das wäre dann diese Liste. Hier kann ich jetzt die ID einer Playlist eingeben. Bin ich jetzt gerade überfragt, wie ich... Ja, ich müsste jetzt die Channel-ID wissen von meinem YouTube-Kanal. Das findet man irgendwo in den Einstellungen des Channels. Müsste ich jetzt alles ergoogeln, mache ich jetzt nicht. Da bei Limit, das haben wir oft bei solchen Modulen, kann ich sagen, wie viele Male soll das pro Ausführung maximal durchgeführt werden. Wenn ich also diese Automation dann einplane, dass es alle 15 Minuten ausgeführt wird, das ist hier unten, kommen wir noch dazu, dann kann ich sagen, okay, es kann ja sein, dass ich in diesen letzten 15 Minuten mehr als ein Video in die Playlist gespeichert habe, also will ich vielleicht mehr als ein Video zusammenfassen in diesem Master Mother of the Day Audio File. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, maximal 10 Videos, okay. Ich kann das jetzt leider nicht, hier habe ich noch Playlist-IDs gespeichert, okay. Kann ich sagen von jetzt an oder ich kann auch
wenn diese Playlist schon vorher Videos drin hatte, All klicken oder ab einem bestimmten Datum, oder ich kann Choose Manually. Da sehe ich jetzt die Einträge in dieser Playliste und könnte jetzt sagen, ich will ab diesem Video diese Automation durchführen. Okay. Das war also das erste Modul. Dann wichtig ist natürlich, dass Make wie der Leim ist zwischen verschiedenen Diensten. Also ich muss natürlich jetzt mehr aufbauen, damit etwas mit diesem Video gemacht wird. Das passiert hier über dieses Plus, kann ich mehrere Module dann hinzufügen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich will die Daten von diesem YouTube-Video beispielsweise in meinen Google Sheets reinspeichern. Also, wenn ich Playlist speichere, soll es mein Google Sheet ausfüllen. Da könnte aber auch ein Modul noch kommen, zum Beispiel Zero Code Kit. Das verwende ich. Das ist eines meiner Lieblingstools hier. Und Run. Run Python Code. Da kann ich ein bisschen Python Code hier in dieses Feld einfügen und das wird dann an dieser Stelle ausgeführt. Das ist nützlich, wenn du Dinge, ein bisschen komplexere Dinge machen willst, die Make eigentlich gar nicht kann. Und das nutze ich dafür, dann natürlich nicht mit diesem Code, um ein kleines Code-Schnipsel auszuführen, das zu YouTube geht und die Transkription holt von einem Video. Okay, aber das ist eher jetzt ein fortgeschrittenes Modul. Es geht mir jetzt mehr darum, die Grundfunktionen zu zeigen. Dann hätte ich da vielleicht daraus also die Transkription geholt, also den gesprochenen Text im Video. Da könnte ich jetzt ein weiteres Modul, zum Beispiel OpenAI hinzufügen, ein bisschen KI reinbringen und erstmal die Transkription zusammenfassen mit einem normalen Prompt. Das passiert über Create a Completion. Und da wähle ich mein Modell, was ich wählen will, und gebe bei Max Tokens meistens 0 ein. Das heißt, es nimmt so viele Tokens von meinem AI, OpenAI-Konto, wie es will. Maximal 4000, damit es wirklich arbeiten kann. Und hier würde ich jetzt also meine Prompts eingeben und so simplerweise jetzt einfach sagen, gut, ich will aus dem Result von diesem Python-Code, also die Transkription, in einen Prompt nehmen und ich sage, schreibe natürlich noch Anweisungen, bitte fasse diese zusammen nur die wichtigsten Punkte erwähnen. Doppelpunkt, dann diese Transkription. Es wird also dann hingehen und das durchführen, eine Zusammenfassung machen. Jetzt bei OpenAI würde ich noch, ja, das kommt in einem späteren Video. Gut. Advanced Settings haben einige Module, kann ich umschalten und dann sehen wir weiter unten. Dann noch mehr Einstellungen, ein bisschen für die Pro-User. Da gehe ich auch darauf ein in einem späteren Video, weil da etwas sehr, sehr Nützliches drin ist, aber es sprengt ein bisschen den Rahmen hier. Okay, so, da würde ich dann hingehen und sagen, gut, ich will nochmal OpenAI. Und ich will ein Audio-File machen aus dem Resultat, das mir das letzte Modul gegeben hat. Und da gehe ich jetzt auf Message, Content. Das ist aus dem fünften Modul, das ist das Modul vorher. Wähle jetzt Text-Speech, TS1. Und dann könnte ich noch hingehen und sagen, ich will das speichern in Dropbox oder in Google Drive oder wo auch immer. Upload a file und dann würde ich da aus diesem Generate Audio das File hier einfügen
und wählen, in welchem Verzeichnis ich das drin haben will. Jetzt einfach eins. Dort rein soll dieses Audiofile dann gespeichert werden. Und da habe ich dann einen Shortcut auf meinem Smartphone zu diesem Verzeichnis und kann jeden Morgen das File dann hören, wenn ich will. Ich könnte natürlich hinzufügen, dass es immer am Anfang der Automation zuerst noch dieses Verzeichnis leeren wird, damit dann nur dieses Audiofile von heute dort drin ist, passend zum heutigen Tag und nicht irgendwas, ein Rattenschwanz von 1000 Files, weil ich nicht dazu gekommen bin, die zu hören. Aber du verstehst ein bisschen, wie eine solche Automation also aufgebaut sein kann. Wenn ich das in eine Ordnung bringen will, habe ich diesen Zauberstab hier, klicke darauf und es macht es schön gerade. Es gibt natürlich viel komplexere Strukturen, die ich machen kann mit diesen Automationen. Dazu gehen wir in den nächsten Videos ein. Die sehr nützlichen Funktionen wie zum Beispiel Router, Iteratoren und so weiter, die ich jetzt in diesem Fall nutzen könnte, wenn ich 10 Videos zusammenfassen will und am Schluss ein Audiofile will, könnte ich damit tun. Das wäre eine Idee für eine nächste Demo-Automation. Okay? Das ist also der Hauptbereich, wo du arbeitest, um die Automation aufzubauen. Hier unten dann Funktionen dazu. Zum Beispiel kannst du das einmal ausführen, wenn du willst. Dann läuft es hier hindurch und du erhältst dann auch wirklich Beispielsdaten. Da unten kannst du einstellen, wie oft das laufen soll. Regelmäßig oder einmal nur oder jeden Tag morgens um 6 Uhr zum Beispiel. Damit ich eine Zusammenfassung habe des letzten Tages beispielsweise. Und hier kannst du speichern. Es meckert ein bisschen, weil ich da nicht alles ausgefüllt habe, aber save anyway. Notizen dazu, Explain Flow, das ist bei einer solchen simplen Automation nicht so interessant. Wenn du eine kompliziertere Struktur hast, dann hilft das zu sehen, in welcher Reihenfolge verschiedene Äste durchgeführt werden. Oder wenn du ein Video davon machen willst, dann gibt es ein bisschen Bewegung rein. Hier kannst du das dann exportieren, wenn dein Freund das auch übernehmen will. Und hier, wenn du dein Freund bist, kannst du das dann wieder importieren, um das wieder zu übernehmen.